herzlich willkommen zu unserer vierten gemeinsamen Sportstunde. Heute braucht ihr zwei Becher und ein Blatt Papier. Dazu noch ein Basketball, kann auch wieder Fußball sein, Volleyball und zwei Handtücher. Ja, die Handtücher brauchen wir auch direkt. Da machen wir jetzt eine Linie mit. Ruhig hintereinander hinlegen, so eine Linie auf dem Boden haben. Und dann habt ihr jetzt Zeit, euch die anderen Sachen zu besorgen und dann geht's gleich los. So, wenn ihr euch die Handtücher da hingelegt habt, fangen wir ganz locker an. Könnt ihr auch direkt mitmachen, einfach rumlaufen, ne? Im Kreis. Einfach ein paar Runden drehen. Ein bisschen schneller werden. Und das Ganze machen wir auch rückwärts. Und zu guter Letzt die Seitwärts. Hier dann seitlich, dann nach hinten und wieder seitlich. Zwei Runden. Okay, dann machen wir uns jetzt ein bisschen Platz. Dann hier brauchen wir gleich wieder. Einfach nur ein bisschen einlegen. Und dann machen wir jetzt fünfmal die Raupe. Die Raupe geht folgendermaßen. Ich mache die einmal vor. Ihr geht nach unten, krabbelt vorsichtig nach vorne und geht dann wieder zurück. Davon machen wir jetzt fünf Stück. Los geht's. Und einmal. Okay. Nächstes machen wir Hampelmänner. Nicht so wie ihr sie kennt, ganz normal. Sondern jetzt machen wir sie mit Armen nach vorne. Heißt, Füße bleiben gleich, die Arme gehen nach oben und unten. Boxingklasse. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Okay, jetzt machen wir die Arme immer abwechselnd nach oben. Ja? Los geht's, 4, 30 Sekunden. Okay, dann brauchen wir wieder unsere Handtücher. Legen wir uns mal hier schön in die Mitte. Jetzt machen wir noch ein bisschen was fürs Gleichgewicht. Springen ein bisschen. Dazu fangen wir auf einer Seite an. Springen auf einen Fuß, dann auf den anderen Fuß und wieder auf beide Füße. Ein Fuß, anderer Fuß, beide Füße. Das Ganze machen wir auch rückwärts. Zurück. Zurück, auf weiter. Zurück, auf weiter. Das ist einmal hin und zurück, dafür machen wir jetzt 5 Stück. Ja. 5 mal hin, 5 mal zurück. Los geht's. Okay.
da so ein bisschen lang geschnellt zu werden. Das Ganze noch dreimal. Und ein letztes Mal. Okay, dann habt jetzt kurz ein bisschen Zeit, was zu trinken und dann geht's gleich weiter. So, die Handtücher können jetzt weg. Jetzt braucht ihr den Ball. Wir starten und werfen den Ball hoch, berühren die Knie, fangen den Ball auf. Mach's nochmal. Knie berühren, auffangen. Davon machen wir 10 Stück. Ja, probiert das mal aus. Wenn die Decke bei euch zu tief ist, könnt ihr das auch gerne im Sitzen machen, dass ihr einfach hinsetzt und dann geht auf. Ansonsten einfach Knie berühren und wieder auf. Letztes Mal. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wir werfen den Ball hoch, berühren unsere Knie, dann unser Kopf und fahren den Ball dann. So aus, Knie, Kopf, auf. Knie, Kopf, auf. Knie, Kopf, auf. Auch nicht immer, ja, da müsst ihr ganz schnell sein. Okay, nächste Sache, Ball hochwerfen und einmal die Schultern drücken. Überkreuz. Ihr könnt auch erstmal nur die Bewegung machen, damit ihr die Bewegung drin habt. Und dann nehmt den Ball einfach dazu. Hochwerfen, Schultern und auf. Wenn das so einfach ist, der kann die Schultern berühren, dann den Kopf berühren und dann auf. Schultern, Kopf, auf. Schultern, Kopf, auf. Schultern, Kopf, auf. Immer so weiter. Drei Stück. Okay, nächstes. Wir berühren erst die Nase, dann die Ohren und fangen den Ball dann. Nase, Ohren, auf. Nase, Ohren, auf. Immer so weiter. Ganz langsam machen, erstmal sicher und dann werde ich einfach ein bisschen schneller. Und letzter. Gut, nächstes, wir berühren einmal den Boden und fangen den Ball an. Hochwerfen, Boden drücken, auf. Genau, mit beiden Händen den Boden drücken, jeder schafft. Dann machen wir 10 Stück. Stück. Und eine. Okay, jetzt klatschen wir. Erste Sache, vor dem Körper und hinter dem Körper. Hochwerfen, vorne Körper, hinten Taschen auf. Das mal von der Seite. Vorne Körper, hinten Taschen auf. Wenn der Ball runterfliegt, kein Problem. Einfach probieren. Zu schwer ist, dann macht ihr erstmal nur vor dem Körper und hinter dem Körper und dann kombiniert ihr das einfach. Okay, jetzt versuchen wir durch unser Bein zu klatschen. Wir werfen den Ball hoch, klatschen durch unser Bein. Das Ganze machen wir 5-mal auf jeder Seite. Wechseln. 2, 3, 4, 5. So, jetzt versuchen wir nochmal 3 gemeinsam, indem wir durch beide Beine klatschen. 1, 2, auf. 1, 2, auf. Und letzte. Sehr gut. Dann geht es jetzt weiter mit der nächsten Übung. Für die nächste Übung braucht ihr nichts. Stellt ihr einfach auf ein Bein, dreht euch um und versucht wieder sicher zu stehen. Ganz nochmal. Und wieder sicher stehen. Drehen, stehen.
Okay. Steh. Selbe jetzt auf dem anderen Fuß. Jetzt nehmen wir uns auf dem linken Bein und auch links. Drehen, stehen. Drehen, stehen. 2. Und einmal. Drehen und stehen. Jetzt gehen wir auf das rechte Bein und springen im Kreis. Bleiben wir kurz stehen, wenn wir vorne sind, halten das Gleichgewicht und noch einmal. Wieder stehen. Stehen und davon machen wir auch noch 2 Runden. Immer schön kurze Sprünge. Und noch einmal stehen und Bein wechseln. Wieder auf das linke Bein und drehen uns wieder links hoch. 1. 2. 3. 4. Und 5. Sehr gut. Jetzt springen wir auf beiden Füßen. Wir haben Fußgelenksprünge. Heißt, wir springen hoch, aber unsere Beine bleiben gestreckt dabei. Jetzt wir springen wirklich nur auf den Fußspitzen, auf den Vorderfuß. Immer ein bisschen schneller werden. Mal hohe Sprünge. Ganz wichtig, unsere Beine bleiben immer gestreckt. Und ein Becher. So, auch mal hin. So, Becher könnt ihr nochmal kurz hinstellen. Das Blatt Papier nehmt ihr einmal und zerreißt das wieder. Die eine Hälfte findet ihr einfach zu einer Papierkugel. So klein wie möglich, ruhig ganz fest zusammen. Und dann nehmt ihr euer Becher in die rechte Hand, die Kugel in die linke Hand und versucht die Kugel hochzuwerfen und mit dem Becher aufzufangen. Das Ganze machen wir 10 Mal. Ja, einfach mitmachen. Ruhig nochmal ein bisschen höher werfen. Wenn er mal rausfällt oder auf die Kante, ist kein Problem, einfach weiter. Dreimal. Zwei. Und das letzte Mal. Und dann wechseln wir. Becher in die linke Hand, Kugel in die rechte Hand und dasselbe auch mit der anderen Hand. Auffangen, einfach wieder rausnehmen und wieder rein. Und auch da wieder ein bisschen höher. Immer die Kugel angucken und versuchen aufzufangen. Dann auch noch 3 Stück. 2 und 1. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Becher wieder in die rechte Hand. Jetzt werfen die Kugel hoch, nehmen den Becher in die Hand, wo wir hochgeworfen haben und fangen die Kugel damit auf. Hochwerfen, Becher in die andere Hand, auf. Und das andere, dasselbe natürlich andersrum. Hochwerfen, in die andere Hand den Becher geben und versuchen aufzufangen. Das auch nicht immer, einfach weiter. Hochwerfen, Becher tauschen. Hochwerfen, Becher tauschen, auf. Hochwerfen, Becher tauschen. Immer hin und her das Ganze. Ups. Das Ganze auch noch 3 Mal. Und das ist. Jetzt braucht ihr einen zweiten Becher. Auch einmal holen und jetzt machen wir einen Becher in den anderen Becher. Jetzt tippen wir den Becher hoch und fangen mit dem anderen Becher wieder auf. Ruhig jetzt nicht so kurz oder quasi nur so übergeben, das wäre zu einfach. Versucht schon, Hände ein bisschen auseinander und dann richtig hoch zu werfen. Teil.
Dazu dürft ihr die Becher auch einmal erstmal wegstellen. Und dazu braucht ihr erstmal nichts weiter. Okay, für die letzte Übung, zum mal dazu richtig ausbauen, das heißt, nochmal richtig gut mitmachen. Wir laufen die ganze Zeit auf der Stelle, ruhig ziemlich schnell. Immer wenn ich nach rechts zeige und ich sage auch rechts dazu, müsst ihr zweimal zur Seite und wieder in die Mitte weiterlaufen. Dann sage ich links, ist der ganz natürlich zur linken Seite. Wenn ich oben sage und oben zeige, einmal so hoch springen, wie es geht. Und wenn ich nach unten zeige, einmal im Boden setzen, wieder aufstehen. Und immer weitermachen. Klar? Gut. Also rechts, links, oben und unten. Okay, dann fangen wir an. Ja? Einfach auf der Stelle drin. Und rechts. Wieder zurück. Und rechts. Wieder zurück. Oben. Links. Rechts. Oben. Unten. Links. Rechts. Rechts. Oben. Oben. Unten. Links. Rechts. Rechts. Oben. Links. Links. Rechts, um, rechts, um, links, unten. Und letztes Mal noch so schnell es geht, bitte. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, ich hoffe, ihr seid ein bisschen aus der Puste und es hat euch wieder Spaß gemacht. Wir bleiben natürlich weiter am Ball und machen weitere Videos. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ihr gerne mal machen wollt, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Und damit ihr auch nichts verpasst, abonniert gerne unseren YouTube-Kanal für Nix Hagen und aktiviert die Glocke, damit ihr immer seht, wenn ein neues Video kommt. Ja? Bis dahin, wir sehen uns.